Die ersten zwei Wochen des Januars tragen etwas Magisches in sich. Und im Laufe der Jahre habe ich gelernt, ihren Botschaften ehrliches Vertrauen zu schenken. Der erste Tag des neuen Jahres ist mir nicht mehr so wichtig wie früher, als sich die Welt am Morgen anfühlte, als wäre sie völlig neu und unbelastet. Aber der Wind der Veränderung weht. Und ich versuche, ihm genau zuzuhören und seine Ideen in die Tat umzusetzen, bevor der süße Alltagsschlummer mit seinen Aufgaben und Klausuren und dringenden Anliegen wieder versucht, ihn zu besänftigen. Ich finde es wichtig, den Aufwind zu nutzen, wenn er da ist. Denn dann gehen Veränderungen so viel leichter von der Hand. Ob nun die eigene Heilung, das Wachstum, das Engagement oder der stille Rückzug das ist, was uns gerade besonders am Herzen liegt. Ich glaube, dass es wertvoll ist, die Blüte des jungen Jahres zu bewundern und dafür zu nutzen, sich in kleinen, achtsamen Schritten auf den Weg zu machen. Der Weg ist ein Thema, das mich in den letzten Wochen besonders beschäftigt hat. Vielleicht kennen einige von euch diese leise Frustration, die sich so danach sehnt, im Leben weiter zu sein, als wir es in Wahrheit sind. Und bereits über ein Verständnis zu verfügen, das uns außer der Erfahrung selbst niemand lehren kann. In solchen Momenten versuche ich mich daran zu erinnern, dass es in gewisser Weise auch ein wunderschönes, kraftvolles Privileg ist, noch nicht angekommen zu sein. Und dass wir als Menschen, die auf dem Weg sind, die suchen und nur über einen begrenzten Zeitraum an Erlebtem verfügen, ein volles Recht darauf haben, unperfekt zu sein. Neulich ist mir in einer Meditation von Laura Marlina Seiler ein besonderes Bild begegnet. Ein Bild des Gärtners. In dieser Visualisierung stellen wir uns unser eigenes Leben bildlich als Weg vor, mit all seinen Windungen und Serpentinen. Und dann beginnen wir am Wegesrand Blumen zu pflanzen. Zunächst in der nahen Vergangenheit. Aber wir arbeiten uns tiefer und tiefer, bis unser gesamter Lebensweg eingerahmt ist von vollen, duftenden Blumen. Und wir können auf diesem Weg spazieren gehen, auf diesem wunderschönen, blühenden Weg. Und jene Blumen besonders liebevoll gießen, die an einer Stelle wachsen, an der ein bisschen anders verläuft, als wir es uns ursprünglich vorgestellt und gewünscht hatten. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und mir auch dieses Jahr die Möglichkeit und das Privileg gebt, euch zu begleiten. Ich bin sehr dankbar, dass ich das darf. Und freue mich auch riesig, euch heute drei neue Bücher vorzustellen. Allerdings möchte ich die Gelegenheit unbedingt einmal nutzen, um noch einmal zu sagen, wie wunderschön es für mich war, im November mein Buch zu veröffentlichen und wie dankbar ich jeder Person bin, die es gekauft und gelesen hat. Und was ich an Nachrichten und Feedback bekommen habe, war mehr als berührend. Und ich habe das Gefühl, dass die Botschaft, die mein Herz da übermitteln wollte, bei vielen Menschen angekommen ist. Und das ist einfach überwältigend schön. Also vielen, vielen Dank dafür. Und es sind speziell zum Ende des Buches, aber auch zum Veröffentlichungsprozess so ein paar Fragen eingetrudelt, weshalb ich gern mein nächstes Video, mein Februar-Video dazu nutzen möchte, euch nicht andere Bücher vorzustellen, sondern diese Fragen zu beantworten. Und falls ihr auch gern eine Frage oder einen Kommentar abgeben wollt, dürft ihr beides sehr gern unter diesem Video hinterlassen. Dankeschön und jetzt geht es endlich an die Literatur.
Ich habe euch die ersten zwei Bände der Anne of Green Gables-Reihe ja schon vorgestellt und dabei betont, wie unglaublich wertvoll ich es finde, eine weibliche Protagonistin über das Kindesalter hinaus zu begleiten. Ich habe in einem anderen Video mal darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass wir zwar sehr viele weibliche Heldinnen in unserer Gesellschaft haben, diese aber oft noch Kinder sind und dass es deshalb für mich wunderschön ist, die Heldinnen meiner Kindheit auch größer werden zu sehen und sozusagen auch weiterhin als Vorbild haben zu können, obwohl ich inzwischen erwachsen bin. Und hier im dritten Teil, und deshalb habe ich mich auch besonders auf den gefreut, ist sie in der gleichen Lebensphase, in der ich gerade bin. Sie studiert an der Uni, ja, hat so eine Art WG-Leben und das finde ich so spannend, weil ich mich wirklich oft in ihr wiederfinde, ihr Leben aber ja über 100 Jahre vor meinem stattfindet. In den ersten beiden Teilen ist dieses Cottagecore-Theme sehr präsent und es ist ganz traumhaft in dem Sinne, dass man sich einfach so mit dem Draußen verbunden fühlt und so viel Wertschätzung, so viel poetische Wertschätzung für die Draußenwelt erlebt. Und davon gibt es im dritten Teil nicht mehr ganz so viel, weil es sich wirklich sehr auf dieses Unileben konzentriert. Und deshalb war ich auf den ersten Seiten, in den ersten Kapiteln sogar fast ein bisschen enttäuscht. Aber nach einer Zeit habe ich mich auch hiermit angefreundet und hier ist es wirklich mehr dieses Light Academia. Und deshalb würde ich dieses Buch aus anderen Gründen empfehlen als die ersten zwei. Aber vielleicht gefällt manchem dieses Buch ja deshalb sogar noch besser, weil es eben auch das Lernen aufgreift und die Zweifel, die vielleicht mit dem Weggehen von zu Hause verbunden sind. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich sehr berührend fand, in der Anne zu Hause besucht und realisiert, wie schön es ist, aber auch ein bisschen Heimweh nach ihrem jetzt selbst aufgebauten Zuhause verspürt. Und das fand ich irgendwie auch einen sehr ehrlichen Einblick zum Erwachsenenwerden und dass die Sehnsucht nach Zuhause und Kindheit neben der Sehnsucht nach dem Weitergehen beispielsweise oder vielleicht schon weiter sein auch parallel existieren kann. Ich habe mich auf dieses Buch sehr gefreut, weil es eine historische Periode abdeckt, in der Literatur oft nichts stattfindet. Das Buch spielt im relativ frühen Mittelalter, so im ersten Drittel vielleicht, und es geht um ein junges Mädchen, Ursel, das bei einem sehr grausamen Überfall auf ihr Zuhause sozusagen ihre ganze Familie und Sicherheit verloren hat. Und sie ist jetzt alleine als Frau irgendwie und muss sich überlegen, was sie mit ihrem Leben anfängt. Und die einzige Möglichkeit, selbstständig und unabhängig zu bleiben, sieht sie darin, sich als Mann auszugeben und den Salzpiraten am Traunsee beizutreten. Das ist eine Gruppe von Räubern sozusagen, die regelmäßig Schiffe, die über den See fahren, um Salz aus den Salzminen zu transportieren, zu überfallen. Und das fand ich erstmal ein sehr spannendes Setting. Erstens, weil es nicht so weit weg ist von mir hier. Und deshalb werden auch öfter Städte erwähnt, die bei mir in der Nähe sind, zum Beispiel Nürnberg und Regensburg. Und ja, das einfach so weit in der Vergangenheit zu sehen und so ein bisschen illustriert zu bekommen, ist es nicht nur das Wissen, ah, da gab es diese Stadt schon, allein das ist ja groß, aber auch da ein bisschen Assoziationen mit zu verknüpfen, das war toll. Auch diese Motive irgendwie auf See und raue Wildnis finde ich als Romanmotive sehr stimmungsvoll und spannend und auch ja, dieser Salzhandel. Ich persönlich fand es, glaube ich, einen der besten Romane von Beate Mali und ihre große Stärke ist es einfach immer diese historische, also diese spezifisch historische Atmosphäre zu erschaffen. Man fühlt sich wirklich sehr in der Zeit. Das gelingt ihr immer sehr gut und ich lerne wahnsinnig viel aus ihren Romanen. Allerdings ist mir hier drin etwas aufgefallen, was mich schon erheblich gestört hat. Also so, ich ziehe einen ganzen Stern ab. Und zwar macht dieses Buch eigentlich erstmal einen feministischen Anschein. Also wir haben da diese Frau und sie muss sich irgendwie als Mann ausgeben und kämpft sich durch und es werden auch oft Probleme der Frauen in der Zeit thematisiert, zum Beispiel, dass die Frauen, die als Frauen in dem Piratenlager leben, halt nur da sind, um quasi die Männer zu bedienen und sie müssen quasi auch körperlich zur Verfügung stehen und sagen, dass sie bei den Piraten aber sogar besser behandelt werden, als würden sie auf einem zivilisierteren Burghof quasi leben, weil sie hier Nein sagen dürfen. Und das ist natürlich fürchterlich und grausam und solche Themen werden aufgegriffen, aber Ursel, unsere Protagonistin, hat einen starken Pick-me-Vibe. Es ist schon auffällig, dass sie sich auch mit keiner Frau versteht und die ihr alle immer zu oberflächlich sind und sie sowieso ganz anders ist als alle Frauen, die sie kennenlernt. Und das wird sogar auch aufgegriffen vom Love Interest sozusagen, was erst cool war, weil Beate Mali es in diesem Roman zum ersten Mal geschafft hat, einen Mann zu schreiben, den ich gut fand. Also Steffen in dem Roman ist wirklich sehr humorvoll und lustig. Ich habe mehrere Male tatsächlich auch gelacht, weil ich ihn so smart und schlagfertig fand. Bis er halt auch auf diese Schiene gekommen ist, so Ursel, wow, du bist auch die erste Frau, mit der ich mich unterhalten kann und ich krieg so neue Ideen und du inspirierst mich und sowas kenne ich ja gar nicht vom Gespräch mit Frauen. Ja, das, also macht euer Ding, ihr zwei, aber
es erscheint mir schon ein bisschen billig, wenn die weibliche Protagonistin nur dadurch interessant ist, dass sie anders ist als andere Frauen. Und es kann natürlich immer mal sein, dass man sich mit Gender-Stereotypen nicht identifizieren kann oder tatsächlich die Gesprächsthemen von großen Gruppen nicht spannend findet. Aber warum es dann auf dieser Attraktivitätsschiene passieren muss, warum kann es nicht einfach so sein, okay, viele Mädels in dem Dorf interessieren sich vielleicht für Blumenkränze und Ursel interessiert sich fürs Bogenschießen. Okay, warum muss es so eingebettet sein in und deswegen ist Ursel spannender? Denn das Innenleben einer Frau, die Blumenkränze sammelt und sich mit den Frauen im Lager sehr gut versteht, kann trotzdem genauso tiefgründig und bunt und spannend sein wie das von Ursel. Und natürlich muss man dazu sagen, dass Ursel in dem Buch ja auch nur überleben konnte, weil sie gegen die Norm gegangen ist an der Stelle und vielleicht quasi damals männliche Interessen hatte. Und deshalb ist es ja auch sehr wertvoll, dass sie so ist, wie sie ist. Aber ich denke, dass dieses Framing und deshalb ist sie besonders und nicht einfach nur, sie ist halt ein Individuum, das so ist, sondern sie ist deswegen besonders, weil sie anders ist. Das finde ich immer ein bisschen überflüssig. Die Ausgangssituation ist, dass eine Frau durch den Wald rennt und plötzlich Flügel aus ihrem Rücken heraus explodieren. Das ist der Prolog, damit geht's los, die Stimmung ist düster und herbstlich und dann springen wir zurück in eine Welt eine Woche zuvor und wir lernen in unterschiedlichen Perspektiven vier Frauen kennen, die auf unterschiedliche Weise gerade versuchen, im Leben voranzukommen und in gewisser Weise daran gehindert sind. Das Tolle daran ist, dass jede dieser Frauen so eine ganz wunderschöne Gabe hat. Und anders als in der Salzpiratin, über die ich eben gesprochen habe, ist diese Gabe nicht dazu da, um zu sagen, dass sie deshalb anders sind. Sondern hier werden einfach vier Individuen betrachtet, die alle in ihrer Einzigartigkeit wertgeschätzt werden, ohne den Vergleich zu anderen Leuten zu ziehen. Und das finde ich deutlich charmanter. Wir haben hier eine Hobbybotanikerin, die ihre Leidenschaft wahnsinnig gern zum Beruf machen würde, aber von allen Verlegen, an die sie als Frau ihre Ergebnisse schickt, nicht ernst genommen wird. Wir haben eine Geschichtenerzählerin, die sich aus der Armut ihrer Heimat auf nach London macht, um dort ein Leben aufzubauen und erfolgreicher zu werden. Wir haben eine junge Frau, die im Namen ihres Onkels Zeitungsartikel schreibt und eine zuckersüße Künstlerin, gerade verheiratet, super verliebt in ihren Mann, freut sich unglaublich darauf, ihr Leben in ihrer neuen kleinen Familie zu beginnen und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Baby. Also vier unterschiedliche Lebensversionen, die sich im Laufe der Geschichte zusammenspinnen werden. Frühes viktorianisches London, volle Straßen, düstere Gassen, der Duft von frisch gedruckter Tinte. Und irgendwo in diesen dunklen Gassen treibt sich ein aufsteigender Chirurg herum, der der Welt beweisen muss, was für ein genialer Typ er ist und sich deshalb auf die Suche nach einer Sensation macht. Und wie diese Sensation vielleicht mit dem Teaser im Prolog zusammenhängen könnte, das erfahrt ihr, wenn ihr dieses Buch lest. Es ist anfangs schon schwierig, die Perspektiven auseinanderzuhalten. Die Kapitel sind krass kurz, so 2-3 Seiten manchmal. Und wie gesagt, vier Perspektiven von vier Frauen, die sich abwechseln. Und solange man die Namen noch nicht ganz drauf hat, ist es nicht ganz einfach, aber jede Frau hat ein Symbol. Hier haben wir zum Beispiel für die Botanikerin dieses Blatt. Und wenn man auf diese Symbole achtet, dann ist man schon recht schnell drin. Ich fand die kurzen Kapitel super angenehm, weil sie das Buch, sobald es ein bisschen Fahrt aufnimmt, es dauert ein bisschen, aber bald nimmt es Fahrt auf, zu einem richtigen Page-Turner macht. Und die Art und Weise, wie alles am Ende ineinander fließt, ist dramatisch. Und ich habe viele Stunden nach Beenden des Buches über die Message nachgedacht und auch die Frage, was diese Flügel bedeutet haben, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Denn es ist klar, dass in diesem Buch viel Metaphorik liegt und ja, es hat viel Spaß gemacht, hinterher noch darüber nachzudenken und sich darüber auszutauschen. Und ich bin auch zu einem Ergebnis gekommen, das mich berührt hat. Und deshalb möchte ich euch The Gifts von Liz Hyder auf jeden Fall noch empfehlen, allerdings nicht ihr Interview auf Spotify. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben ein schlechteres Interview gehört als das. Ich habe, nachdem ich das Buch beendet hatte, sofort auf Spotify gesucht und wollte was über die Autorin herausfinden und wie sie darüber spricht und habe dieses Interview angemacht. Das war eine Katastrophe. Ich habe 20 Minuten durchgehalten. Tut es euch nicht an. Lest einfach das Buch, lasst es in euch wirken. Sucht nicht nach Antworten im Außen, sucht nach Antworten im Innen. Und mit diesen Worten, ja, beende ich jetzt dieses Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch für dieses ja, ganz viel Sonnenschein und Wärme und freue mich sehr, euch im Februar wiederzusehen in neuen Glasmomenten und einem kleinen Q&A zu meinem Buch.
Alles Liebe und vielen Dank. Bis bald.